Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir wollen ein wenig über Seven vs. Wild quatschen. Da sind jetzt ein paar Folgen draußen. Mein aktueller Kenntnisstand ist, dass sie gerade am zweiten Tag schlafen gehen und gerade mit ihrer Fackelbau-Challenge fertig sind. Ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist nach Nummer, aber da befinde ich mich jetzt vom Kenntnisstand. Und das ist auch lange genug her, dass ich dazu sicherlich was erzählen darf, ohne da irgendjemandem irgendwelche Views zu klauen oder ähnliches. Was ja auch völlig in Ordnung ist, dass man da sich ein bisschen zurücknimmt. Gut. Ich möchte da nicht drauf reagieren im Sinne von, dass ich jede Folge explizit durchquatsche. Das könnte ich machen, aber ich mag halt solche Reactions nicht. Mache ich, wenn dann ohnehin, überhaupt nur in wirklich seltenen Ausnahmesituationen, wenn mir nichts Besseres einfällt, wie ich das irgendwie verwursteln kann. Und hier hätte ich im Prinzip einfach nur ein paar kleine Kommentare abzugeben. Und die mache ich in mehr oder weniger loser Reihenfolge. Ein paar Anmerkungen, insbesondere noch so ein paar Sachen zu den dort zu findenden Pflanzen für diejenigen, die das auch interessiert gucken. Also ich gucke es auch interessiert, muss ich dazu sagen. Ne? Also mir gefällt mir. Na, super, macht Spaß. Ne? So viel dazu. und hätte halt eben zu den jeweiligen Pflänzchen vor allen Dingen teilweise noch was zu sagen. Vielleicht für diejenigen, die einfach interessiert, was gibt es denn in so einer Landschaft? Warum kenne ich mich da aus? Naja, ich bin halt eben nun mal Forstwissenschaftler. Das sind Waldlandschaften. Das ist mein Job, mich da ein bisschen auszukennen. Ich war schon sehr, sehr oft in Skandinavien unterwegs. Wirklich oft. Und mache das auch schon seit ich 15 Jahre alt bin. Und ich bin inzwischen ein bisschen älter geworden. Dementsprechend habe ich da schon ein bisschen was gesehen von diesen Landschaften. Ja, und jetzt eben, wie gesagt, ein paar generelle Anmerkungen erstmal zu tatsächlich dem Geschehen, dann zu den Pflänzchen, also Teil 1 Geschehen, Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Teil 2 eben Pflänzchen und Ressourcen, die man in dieser Landschaft finden kann, die teilweise schon gefunden wurden, teilweise noch nicht genutzt wurden, auch wenn sie vielleicht bekannt sind, das wissen wir nicht, was ich kenne. Ich kenne auch nicht 100% alles. Und drittens, ich hätte noch ein bisschen Kritik in der Hoffnung, dass mir das keiner übel nimmt, ist auch wirklich nicht böse gemeint, sondern einfach halt Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich dann einfach auch freundlich nennen möchte. So, und jetzt fangen wir mal an mit den allgemeinen Dingen, die ich so grob zu sagen hätte. Und Sache Nummer 1 wäre, dass es mir ganz wichtig ist, dass das, was den Zweien, die relativ früh ausgeschieden sind, passiert ist, grundsätzlich jedem passieren kann. Und dass man gerade, wenn man in so einer für seinen selbst ungewohnten Situation ist und das zumindest durch diese Herausforderungen, durch das ganze Drumherum und den ganzen Aufwand, der da dahinter steckt, ist das für jeden da garantiert eine neue und ungewöhnliche Situation. Und da kann man dann schon mal im Eifer des Gefechts, das kann wirklich schnell mal passieren, irgendeine nicht ganz so kluge Entscheidung treffen und sich halt eben verletzen. Oder man geht da hin und ist sowieso schon ein bisschen am Kränkeln. Dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. Und dass man da halt wirklich, wie zum Beispiel der Dave, sein Tarp falsch rum aufstellt, dann noch in die Kamera quatscht, dass er es falsch rum aufgestellt hat, weil er davor noch eine Wand bauen möchte aus Holz. Dann aber erst zu spät registriert, dass er es vielleicht doch erstmal hätte andersrum aufstellen sollen, um erstmal vom Regen geschützt zu sein. Das hat er so selber gesagt. Ja, ich zitiere da bloß. Dass das halt eben nicht so schlau ist. Aber das passiert. Ja, ich habe ähnlichen Quatsch auch schon angestellt. Wenn man lange genug draußen unterwegs ist, dann hat man eine lange Liste von peinlichen Fehlern, die man da im Laufe der Zeit so angerichtet hat, auf die man zurückblicken kann und wo man sich auch wunderbar über sich selber ärgern kann. Das ist normalerweise halt einfach dankenswerterweise so, dass da keine Kamera mitläuft. Und so gesehen muss ich da, finde ich, wirklich niemand großartig, ein bisschen vielleicht natürlich, das macht man ja sowieso, aber wirklich für Schämen, finde ich, braucht sich von den Ausgeschiedenen da nicht wirklich einer. Von beiden. Bisher beide. Ne? Weiß nicht, was da noch so passiert. Ja, dann Probleme, die der Bommel und der Survival Martin nach eigenen Aussagen wohl haben, ist das Thema Einsamkeit. Das hängt halt ganz stark vom Menschen ab. Ja, es gibt halt Leute, die lässt du ein paar Stunden allein, dann fühlen die sich schon unwohl. Das ist halt wirklich völlig abhängig vom jeweiligen Mensch, vom jeweiligen Charakter. Für mich selber war das nie ein Thema. 14 Tage völlig allein, ohne irgendjemandem zu begegnen, höchstens mal so zum Hallo sagen und dann zum Weiterlaufen. Nicht, dass ich das Bedürfnis hatte, mit denen dann jemals großartig viel zu quatschen. Hat mir nie was ausgemacht. Ja? Also so nach 10 Tagen stellt man dann fest, ja, so langsam, ja, könnte man mal wieder und so weiter und so fort. Aber wirklich schlimm oder unangenehm
angenehm. Nicht die letzten Jahre. Also als ich noch ganz jung war, da hatte ich dann Heimweh. Ne? Also bei den allerersten Touren, da hatte ich ein bisschen Heimweh. Also wirklich noch ganz jung. Jünger als die Teilnehmer, die da jetzt dabei sind. Aber sonst hat mir das jetzt persönlich nie was ausgemacht. Aber das ist wirklich... Da gibt es auch garantiert noch ganz, ganz viele andere Outdoor-Leute da draußen, die eben ihren Urlaub ja gerade als Solo-Trekking irgendwo alleine nirgendwo verbringen, mit Ausrüstung und mit Proviant. Ja, aber dieses Alleinsein eher als erholsam und als schön empfinden. Keine Charakterfrage. Ja. Dementsprechend, wer das halt nicht ab kann, für den ist das logischerweise eine große Herausforderung. Und auch da muss man sich nicht drüber lustig machen, weil das ist halt wirklich plus minus angeboren, ne? Dass man einfach ein super sozial auf andere Menschen, auf den sozialen Umgang mit anderen Menschen angewiesen Mensch ist. Also das nennt man dann extrovertiert. Hm? Oder halt jemand, der Kraft eher aus dem Alleinsein und aus der Ruhe mit sich selbst schöpft. Das wäre dann jemand, der im klassischen Sinn introvertiert ist. Da gibt es natürlich noch jeweils entsprechende Abstufungen. Aber dass jemand wie Survival Martin, ja, meine ich gar nicht böse, ein ziemlich extrovertierter Mensch sein dürfte, ist relativ einleuchtend. Ja? Das ist ja auch völlig in Ordnung. Darf man ja sein. Ja? Gar keine Frage. Ne? Also keine Kritik. So, was wollte ich noch sagen bezüglich Survival Martin? Ich finde, der hat bisher drei richtig tolle Entscheidungen getroffen, die ich bemerkenswert fand, wo ich sagen muss, oh ja, das ist eine tolle Idee, das merke ich mir, beziehungsweise da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Erstens, er hat sich beim aus dem Boot steigen, da mussten sie ja schnell aus dem Boot raus und je schneller, desto Punkte. Hat er sich nicht drängen lassen und hat sich Zeit gelassen, hat sein Zeug sorgfältig verpackt und ist dann auch mit trockenem Material da angekommen und hatte danach dann auch keinen Stress, dass irgendwas in seinem Sack nass geworden wäre, was bei vielen anderen, die sich da beeilt haben, der Fall ist. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, aber ganz so gelassen wie er, vermutlich dann doch nicht. Und ich kenne mich, da wäre dann bei mir auch was schief gegangen. Ich hätte wahrscheinlich ebenfalls nasse Sachen gehabt, als ich da beim da ankommen, ne? So, also das fand ich schon mal prima. Das nächste ist, dass er seine Klamotten so gewählt hat, dass da viele Kleidungsstücke dabei waren, die Kordeln haben. Irgendwelche unten um die Hüfte Zuziehkordeln, irgendwelche Kapuzenkordeln, sonstige Kordeln. Das ist eine richtig, richtig tolle Idee, weil damit spart man sich tatsächlich einen dieser 7 Ausrüstungsgegenstände und kann das bisschen Schnur, was man zum Beispiel zum Abspannen von einem Tarp oder einer Baumarktplane, auch eine tolle Idee, braucht, quasi sich sparen, den 7. Gegenstand dann Schnur zu nehmen und kann stattdessen noch was anderes Nützliches, wie im Fall von Survival Martin, sicherlich für ihn garantiert sehr nützlich, weil er hat ja schon 2 Fische gefangen, zu meinem jetzigen Kenntnisstand, ein Angelset mitnehmen. Ja, also das fand ich auch richtig, richtig clever. Und er hat als einziger einen Wasserfilter dabei, das ist sicher auch nicht doof. Momentan ist noch schwer zu sagen und man kann es ohnehin nie richtig beurteilen. Ist der See Trinkwasser, ist der See nicht Trinkwasser? Ne, der Dave, dem war übel. Relativ bald. Ja, der hatte da also schon Schwierigkeiten gesundheitlicher Art. Er hat das Wasser so getrunken, er hatte aber auch einen noch nicht 100% klar identifizierten Pilz verzehrt. Bei Pilzen sage ich gar nichts. Ne? Ich kenne mich nicht ausreichend mit Pilzen aus, um da irgendwelche Angaben zu machen, ob der jetzt das ist oder jenes. Ich habe ein paar, die ich meine, sicher bestimmen zu können, aber ich meine es auch nur und ich will da öffentlich nichts zu sagen. Nachher stimmt es nicht, jemand macht es nach und dann habe ich den Salat bzw. bin dran schuld oder zumindest teilschuld. Und drum zu Pilzen sage ich grundsätzlich mal gar nichts. Aber vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn man nicht wirklich ein ausgewiesener Experte im Bereich Pilzbestimmung ist und das wirklich, wirklich aus dem FF beherrscht, da einfach so random irgendwelche Pilze zu futtern. Daher das vielleicht so ein kleiner negativer Aspekt, den man vielleicht so nicht machen sollte, insbesondere wenn man eben sich nicht sicher ist, was das ist. Naja, aber vielleicht lag es am Pilz, vielleicht lag es am Wasser, dass er da krank geworden ist. Die anderen zeigen ja bisher, die auch unaufbereitetes Wasser getrunken haben, teilweise auch nur sehr wenig, wie der Chris heißt er, glaube ich, ja. Der meinte in irgendeinem Teil, er hätte irgendwie noch nicht mal einen Liter getrunken über den Tag, einfach weil er sich nicht sicher ist mit dem Wasser. Er hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch kein Feuer.
Und ja, das ist dann schon auch so ein Thema. Man trinkt draußen ohnehin zu wenig, gerade wenn man lieber Cola trinkt. Das haben, glaube ich, der Chris und ich gemeinsam, so wie ich das da gehört habe. Und dann trinkt man ohnehin zu wenig. Und da muss man aufpassen, dass man das eben nicht viel zu wenig trinkt. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Dann merke ich, ich kriege Kopfweh und dann muss man halt doch eben Wasser saufen, so viel wie halt nötig ist, damit man kein Kopfweh mehr hat. Erste Dehydrierungserscheinungen sind meistens Kopfschmerzen. Natürlich neben dem trockenen Mund, ist klar. So, was noch? Survival Martin hat also einen Wasserfilter dabei und der geht, dass das angeht, ziemlich auf Nummer sicher. Was ich jetzt auch dahingehend schlau finde, weil wofür brauchst du einen Topf? Ich hätte in meiner 7-Sachen-Liste, bevor das angefangen hat, auch einen Topf dabei gehabt. Aber rückwirkend, beziehungsweise jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass der einen Wasserfilter dabei hat und einen mit zusätzlichem Becher, in dem man seine Blaubeeren sammelt, auch nicht schlecht, würde ich vielleicht doch auch einen Grail-Wasserfilter, das ist das Ding, was der Survival Martin dabei hat, der filtert so ziemlich alles, was irgendwie gefiltert werden kann. Das ist also einer der wirkungsstärksten Wasserfilter, die weltweit derzeit zu haben sind. Vielleicht sogar der stärkste, wobei da kann man sich natürlich streiten. Aber er ist ganz, ganz, ganz vorne dabei von der Liste an Sachen, die der rausfiltert, die dann hinterher weg sind. Von daher eine gute Wahl, weil wenn du schon einen Filter mitnimmst, dann würde ich auch einen sehr, sehr potenten Filter mitnehmen, auch wenn der für Schweden normalerweise überhaupt nicht notwendig ist. Aber ja, dann ist es ja eh schon egal, wenn du schon einen mitnimmst, wie gesagt. Ja, also doch vielleicht eine ganz clevere Idee, weil wir halt eben nicht wissen, wie reagiert der individuelle Magen auf dieses Seewasser. Es kann sein, dass der Fabio Schäfer, der trinkt ja nur sein Wasser so aus dem See, hat derzeit auch kein Gefäß, mit dem er es abkochen könnte und auch sonst ja nur ein Firesteel und ein Messer dabei an Ausrüstung. Großen Respekt, ich davor habe übrigens. Bisher scheint es dem gut zu gehen. Aber das ist halt individuell. Der eine kann da so viel von saufen, wie er möchte und dem passiert gar nichts und der andere trinkt ein paar Schlückchen und wird krank. Das wissen wir nicht, ob das beim Dave der Fall gewesen ist. Das weiß der Dave selber wahrscheinlich auch nicht. Aber man steckt da nie dahinter. Drum finde ich die Lösung Survival Martin. Er probiert es gar nicht erst, er riskiert es gar nicht erst. Er nimmt gleichen Wasserfilter mit. Super, zumal, was will man mit dem Topf? Mal ehrlich, ne? Mal abgesehen von Wasser abkochen in beliebiger Menge, viel Nahrung zum da groß was brutzeln gibt's da nicht, wie wir schon gesehen haben. Ne? Die haben nichts gefunden, das liegt nicht daran, dass die alle doof sind, sondern da gibt's tatsächlich nicht viel mehr als das, was sie bisher gefunden haben. Also ich wüsste auch nicht, was man da sonst noch zusätzlich finden sollte. Fisch steckst du auf den Stock, wie wir auch schon bereits gesehen haben, dafür brauchst du also keinen Topf. So gesehen muss ich mich tatsächlich überzeugen lassen, Wasserfilter, bessere Wahl als Topf. So. Dann zum Thema Bommel. Bommel ist so ich gefühlt. Ja? Also so von der Ausrüstung und von der Vorgehensweise, die ich bisher gesehen habe, ist der Bommel so am ehesten der, der das ungefähr so macht, wie ich das wahrscheinlich auch angehen würde. Nämlich Setup dabei, also Material dabei haben, Gegenstände dabei haben für ein stinknormales Lager, sprich ein Tarp, einen fetten Schlafsack, einen Schutz gegen die Mücken, da mein Mückennetz. Ich wollte ursprünglich ein Mückennetz mitnehmen. Natürlich ist eine Hängematte mit Mückennetz, wenn die genauso zählt wie ein Mückennetz, dann nochmal praktischer. Dann hat man noch den Boden der Hängematte. Und wenn das gratis auch noch mitzunehmen ist, was ja auch durchaus was ist, was im Vorfeld viel diskutiert wurde, ist eine Hängematte mit Mückennetz jetzt ein Gegenstand oder sind das zwei Gegenstände? Ist das eine zweckentfremdete Hängematte oder nicht? Das ist ganz viel diskutiert worden. Will ich jetzt noch gar nicht groß zu äußern. Aber klar macht es keinen Sinn, einfach nur ein Mückennetz mitzunehmen, wenn du auch eine Hängematte mit Mückennetz kriegen kannst. Und dann hast du zumindest noch eine zusätzliche dünne Schicht, die bringt nicht viel, aber du hast noch eine zusätzliche dünne Schicht nach unten für mehr Gemütlichkeit, für auch eben Schutz von unten vor irgendwelchen Krabbelviechern. Nicht, dass es viele Krabbelviecher in Schweden gäbe, die von unten irgendwie kommen. Das Hauptproblem sind tatsächlich die Mücken, die der Fritz auch schon ein paar Mal erwähnt hat, weil der hat kein Mückennetz. Vor- und Nachteile. Man hat ja nur diese 7 Gegenstände, von daher alles in Ordnung. Ja, aber eben die Variante Bommel, so Zeug mitnehmen, dass man sich ein vernünftiges Lager aufbauen kann. Der Bommel hat auch noch zusätzlich Schnur dabei gehabt und konnte dann natürlich alle Möglichkeiten, um da ein schönes Lagerchen zu errichten. Ich hätte auf die Schnur verzichtet, hätte gehofft, irgendwas zu finden, hätte auch gehofft, tatsächlich vielleicht irgendwie Schnur noch improvisieren zu können. Notfalls hätte ich einen Schnürsenkel opfern müssen und wäre sowieso nicht viel rumgelaufen.
dann halt nur mit einem offenen Schuh, so in die Richtung, zumindest solange das Lager steht. Man kann es ja tagsüber auch kurz hinlegen, den Schnürsenkel wieder rausnehmen, wieder in den Schuh machen und dann rumlaufen. Währenddessen muss das Lager ja nicht groß aufrecht stehen. Dann kann man es wieder aufrichten mit dem Schnürsenkel, wenn man dann wieder drin schlafen möchte, weil in dem Moment will man ja nicht mehr groß rumlaufen oder einfach nur mal kurz drin liegen. So in die Richtung hätte ich das wahrscheinlich gelöst. Aber Schnur dabei zu haben, klar, ist natürlich auch nicht verkehrt. Sozusagen die zwei Gegenstände, die der Bommel hat, wo ich stattdessen zwei Bücher mitgenommen hätte, sind nämlich einmal Seil und einmal eine Axt. Jetzt gibt es ja diese Challenges. In Anbetracht dessen, dass man, wenn man da schon mitmacht und eh nichts zu tun hat, dann vielleicht an diesen Challenges ein bisschen Freude haben möchte und sich damit ein bisschen beschäftigen will, was zumindest ich gut nachvollziehen könnte, wäre es dann schon praktisch, ein Werkzeug zu haben. Ob das jetzt eine Axt sein muss, dem Fritz sein Kukri ist zugegebenerweise schon eine ziemlich gute Wahl. Also eine Machete, auch eine andere Form von Machete, ist schon was sehr, sehr Vielseitiges. Wenn man schon nur eine Möglichkeit hat, ein Tool mitzunehmen und es nicht auf filigrane Schnitzfähigkeiten ankommt, und auf die kommt es da ja nicht an, dann Machete schon eine sehr, sehr gute Wahl. Ich hätte wahrscheinlich ein Beil genommen, also auch wieder wie der Bommel. Und ansonsten hat er quasi das dabei, was ich auch dabei hätte, auch einen richtig warmen Schlafsack und ja, das ist es im Grunde. Das Hygieneset, ja, Verschwendung, ja, mehr meiner Meinung nach. Das ist wirklich Verschwendung von einem Ausrüstungsgegenstand. Man kann sich es natürlich trotzdem leisten, dass man es trotzdem mitnimmt, weil man es halt kann. Es wird übrigens relativ bald duster, dann wird das Bild hier schlecht, aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Das tut man normalerweise, aber da müssen wir heute einfach mal durch. Ich bin nicht früher rausgekommen. Und es ist halt nun mal Winter und wird halt schnell dunkel. Gut, was wäre dann noch anzumerken? Also eben die Solidarität mit dem Bommel. Dass der dann auch relativ gut schläft, weil er halt einfach eine normale Überachtungsausrüstung dabei hat, die man, wird auch der Bommel so wahrscheinlich schon häufiger ausprobiert haben, eben schon wirklich zigmal eingesetzt hat und das für einen wirklich nichts Neues ist und Routine. Einfach nur draußen schlafen, mit dem Unterschied, dass nichts zu fressen gibt. Ja, klingt jetzt so, als würde ich jetzt sagen wollen, das ist alles total überhaupt gar nicht so schwer. Wenn man das so macht wie der Bommel und einfach als allererstes sich ein ganz normales Lager errichtet, wie schon tausendmal gemacht, dann ist das bis zu diesem Punkt nicht schwer. Jetzt muss man noch mit der Einsamkeit klarkommen und mit dem Futtermangel. Und dann noch eben die Challenges, die kann man aber theoretisch auch ignorieren. Das ist ja meines Wissens gerade der Plan vom Survival-Martin, dass er die Plus-Minus ignoriert und nur wenn es sich ergibt, nebenher halt eben auch noch ein bisschen dran teilnimmt, wenn er gerade Bock hat. So hat er es zumindest mal irgendwann gesagt. So habe ich das zumindest interpretiert. So. Das waren die ausrüstungstechnischen Sachen. Also was ich ursprünglich mitnehmen wollte, war Tarp, fetten Schlafsack, Mückennetz, jetzt halt dann eben Hängematte mit Mückennetz, wenn das möglich ist. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Dann würde ich auf jeden Fall dabei haben, was zum Feuer machen. Ich würde auch das Feuerzeug nehmen, nicht den Feuerstahl. Das macht auch der Survival-Martin so, ist mir auch sehr sympathisch. Und dann hast du halt noch drei Sachen übrig und eine davon wäre jetzt in meinem Fall ursprünglich der Topf gewesen, aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und würde dann doch den Wasserfilter nehmen, weil nochmal, was willst du kochen außer heißes Wasser? Und die letzten zwei hatte ich gesagt, eine Flasche Öl und keine Ahnung, ein Laib Käse, nee, es war ein Klotz Butter, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas Hochkalorienartiges, das geht jetzt nicht, das weiß ich inzwischen auch, wusste ich zum Stand des letzten Videos nicht, dann würde ich, glaube ich, ein Buch noch mitnehmen, je nachdem, wie fett ein Buch sein darf, das ich mitnehmen darf. Es muss halt eins sein, dass ich wirklich erst, das mir für eine Woche Lesestoff bietet. Weil wenn ich schon ein Buch mitschleppe, dann will ich damit auch wirklich, wenn ich ganz viel lese, trotzdem eine Woche brauchen. Da musste also schon so ein Herr der Ringe Gesamtausgabe. Das wäre zum Beispiel eine sehr gute Idee. Herr der Ringe Gesamtausgabe ist mal eine Weile beschäftigt. Auch eins meiner Lieblingsbücher. Also damit wäre auch Motivation dann gegeben und Ablenkung und Spaß. Ja? Also das wär, glaube ich, auf jeden Fall noch einer der Gegenstände. Herr der Ringe Gesamtausgabe und eben, weil es die Challenges gibt, dann vielleicht noch ein Werkzeug. Nochmal circa eine Axt. Ja? Gut.
Zu den Pflanzen. Was haben die da bisher so gefunden? Vieles haben sie ja auch schon korrekt genutzt. Natürlich ganz vorneweg die Birke. Birke gibt es in Schweden nahezu überall, muss man eigentlich nie suchen. Ist alles voll damit. Dementsprechend ist auch der Fritz recht begeistert, dass er massenhaft Birkenrinde findet. Das ist aber normal. Die wirst du da immer massenhaft in Schweden finden. Manchmal nicht ganz so massenhaft, manchmal etwas massenhafter, aber wirklich knapp oder wirklich viel Mühe machen beim Finden, muss man sich da eigentlich nie. Der Fabio hat sich daraus ja auch schon eine, also dass die brennt, das wissen wir alle. Das müssen wir jetzt nicht groß erwähnen. Na gut, der Vollständigkeit halber für Anfänger. Das Zeug, was da drin brennt, nennt sich Betulin. Das ist ein ätherisches Öl, das die Birke in die Rinde einlagert, damit die weiß wird. Ist also einerseits ätherisches Öl, andererseits weißlicher Farbstoff oder ein weißes ätherisches Öl. Und das macht die Birke deswegen, damit sie eben einen Sonnenschutz hat, wenn die Sonne direkt auf ihren Stamm drauf brutzelt. Birken haben nur kleine Kronen, lichte Kronen, wo viel Licht durchkommt, und Baumrinden können tatsächlich einen Sonnenbrand bekommen. UV-Strahlung ist für fast jedes lebende Gewebe, das nicht speziell angepasst ist, ein Problem. Und das ist bei manchen Rinden auch der Fall. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man macht eine sehr dicke, schuppige, raue Borke aus ohnehin schon totem Material. Eine Fichte, eine Kiefer, das sind alles tote Rindenschuppen. Totes Gewebe, UV-Strahlung egal. Lebendes Gewebe, UV-Strahlung ein Problem. Und im Fall der Birke löst die das, indem sie so weiß ist, dass sie die UV-Strahlung quasi einfach reflektiert. Die kommt da angeflogen, piu, und prallt wieder ab. Weil 100% weiß, nahezu 100%ige Reflexion von UV-Strahlung. Ja, zumindest mal von der UV-Strahlung. So, das nur zum Hintergrund. Das Zeug brennt nicht nur, das ist auch antibakteriell und in gewissem Maße ein bisschen antiviral. Das hilft uns als Mensch allerdings nicht. Birkenrinde zu kauen macht dich also weder Bakterien noch virenfreier. Das funktioniert nur im direkten Kontakt. Man könnte sich also mit einer Flüssigkeit aus Birkenrinde möglicherweise eine infizierte Wunde ein kleines bisschen ausspülen, wenn einem wirklich gar nichts Besseres einfällt. Vorher würde ich allerdings das Handy nehmen und die Rettung anrufen, aber für eine wirklich ausweglose und es geht gar nichts anderes als das nackte Überleben Situation ist das dann ein Thema. Dann kann man im Frühjahr Birken auch anpieken, dann läuft da eine Flüssigkeit raus, die als Birkenwasser bekannt ist oder Birkensirup wird sie auch gern genannt, kann je nach Intensität ganz leicht süß sein, ist ansonsten eine zusätzliche Möglichkeit an Wasser ranzukommen, wirklich Kalorien liefert das Zeug nicht, allerhöchstens 20 pro Liter, so irgendwie in diesen Größenordnungen arbeiten wir da normalerweise. Es gibt ganz seltene Fälle, aber nicht in Schweden, wo da noch ein bisschen mehr drin stecken kann. In Finnland zum Teil wird das manchmal gemacht, weil die da einfach derartig viele Birken haben, dass dann auch auf die Menge her und die Menge wird dann eingedickt, sprich ein bisschen ausgekocht und dann kriegst du dann irgendwann auch eine leichte Süße im Birkenwasser hin. Für die Praxisanwendung draußen in der Natur spielt das aber eigentlich keine Rolle und schon gar nicht bei der Kalorienversorgung. Dafür ist das einfach viel zu wenig. Birkenrinde, wie der Fabio eben gemacht hat, kann auch wunderbar in großen Stücken rausgeschnitten werden, vorzugsweise aus besonders dicken Stämmen. Dann kann man damit alles Mögliche bauen, wie eben die Schale vom Fabio. Beliebt ist auch der Hut, dass man also aus einem wirklich großen Stamm, der muss dann schon ordentlich dick sein, dass man da ein rundes Stück rausschneidet. Das schneidet man auf einer Seite ein, zieht das so ein bisschen zusammen, dann kriegt man einen Spitzhut. Ne? Also so einen. Whoop, whoop. So, ne? Ich hoffe, ist klar, was gemeint ist. Das haben die Kelten früher getragen, insbesondere Keltenfürsten. Da hat man mehrere in keltischen Hügelgräbern gefunden, dass die so einen Birkenspitzhut mit so einem Kinnriemen vermutlich aufgesetzt haben als Statussymbol. Aber ist auch ansonsten ein valider Sonnenschutz. Nur mal, um noch so ein Beispiel zu nennen, was man mit der Birke noch so machen kann. Birkenlaub, wenn man sich da draußen Tee kocht, wirkt das harntreibend. Das dürfte jetzt für keinen, der da gerade in dem Gebiet unterwegs ist, nennenswert hilfreich sein. Das ist eine bewiesene Heilwirkung. Weitere Heilwirkungen werden diskutiert, sind aber eben nicht bewiesen. Man kann es trotzdem drauf ankommen lassen in der Survival-Situation. Und wie der Fabio richtig festgestellt hat, steckt in Birkenblättern, er hat es allerdings falsch benannt, eine Menge Saponin. Ja, Saponin müsste es heißen, wenn es Saporin heißt. Ich kann mir nie merken, ob es Saponin oder Saporin ist. Ich schneide es euch in jedem Fall unten hin. Das sind natürliche Seifenstoffe, wie sie unter anderem in Birkenrinde drin sind. Auch in Erlenrinde sehr viel anzutreffen. In vielen anderen Rinden, Kastanienrinde ist das zum Beispiel auch drin. Auch in der Rostkastanie selber, also wirklich in der runden, braunen Frucht. Nuss.
findet man eben sehr viel davon. Das kann man tatsächlich als Seifenersatz nutzen. Geht auch zum Zähneputzen, ist alles biologisch ab, aber man soll es allerdings nicht runterschlucken. Wirklich gesund ist das Ganze nicht. Zähneputzen mit Asche hat er auch schon gemacht. Auch so ein Klassiker, den man in vielen Survival-Büchern finden kann. Gut, ja, so viel zum Thema Birke. Viel mehr fällt da gerade eigentlich nicht ein. Das Holz brennt relativ lange, relativ leicht an, wirft recht viele Funken beim Brennen. Ja, also da muss man tatsächlich, wenn man nur mit Birkenholz heizt, dann vielleicht auf seinen Schlafsack, das hat der Fritz mal angemerkt, ein bisschen aufpassen, dass der nicht allzu viele Löcher durch Funken bekommt, je nachdem wie nah man am Feuer dran liegt. Ein Problem, was der Fabio nicht hat ohne Schlafsack. Aber davor habe ich wirklich Respekt, also wirklich. Ob das eine kluge Idee ist, ist eine andere Frage, aber dass man sich diese Herausforderung sucht und sich diesem stellt, finde ich sehr mutig und absolut respekteinflößend. Ja. Kiefer. Kiefer ist die andere große Pflanze, die da überall zu finden ist. Die hat natürlich Harz. Das hat jetzt bisher, glaube ich, nur der Chris im nennenswerten Umfang schon mal erwähnt gehabt und auch ein bisschen genutzt. Viel davon hat er nicht gefunden. Das liegt daran, dass die Wälder da kaum großartig viel durchforstet sein werden. Das heißt, eine maschinelle, durch Holzernte passierte Verletzung von einzelnen Bäumen findet da nicht statt. Die bleiben relativ gesund und solange die nicht auf Bodenhöhe, auf Höhe, die man erreichen kann als Mensch, eine Verletzung haben, gibt es auch wenig Harzaustritt. Wobei ich nicht weiß, was er da alles gemacht hat, um eben nach Harz zu suchen. Natürlich tritt auch manchmal Harz aus einem abgesägten Ast auf, aus. Und man kann es auch mal bei abgebrochenen Ästen finden. Theoretisch könntest du dir auch einen Kiefernstumpf suchen und dann nach Kienspan graben, wobei ich es aktuell gerade nicht weiß, wofür die Leute da groß Kienspan brauchen könnten. Außer jemand hätte ein großes Stück Kienspan gefunden, würde sich daraus eine Fackel schnitzen. Ist nicht passiert. Aber vielleicht hätte ich es versucht. Zumindest mal eine halbe Stunde mal ein bisschen gucken, ob man nicht vielleicht eventuell ein bisschen Kienspan finden kann. Weil schon ein kleines Stück Kienspan, viel kleiner als die erlaubte Größe der Fackel, die bei der letzten Folge eine Rolle gespielt hat. Das brennt viel länger als die ganzen improvisierten Fackeln von allen. Außer das Ding von Fritz. Aber das ist meiner Meinung nach keine Fackel. Aber dazu kommen wir dann später noch. Oder dass das böse gemeint ist. Ja. Gut, ja, Kiefer, vor allen Dingen eben die Kienspannnutzung. Dann der Fabio hat schon an Kieferntrieben rumgekaut, weil er meint, da sei irgendwas Gutes drin. Tatsächlich ist da ein klein bisschen Vitamin C drin zu finden und noch diverse andere Pflanzenstoffe, deren Wirkung mal wieder umstritten ist. Das heißt, da weiß man nicht genau, funktioniert das nicht, ist das was Gutes, ist das nichts Gutes. Das dürfte eigentlich so ein ganz kleines bisschen leicht harzig auch schmecken. Es tut im keinen Fall Schaden. Ja, also davon kann er so viel fressen, grundsätzlich wie er möchte. Kalorien liefert es keine, so gut wie nix. Vielleicht eine, wenn du 100 Gramm davon gegessen hast, dann aber viel Spaß. Und das Vitamin C ist im Grunde dahingehend relativ unnötig, weil du in einer Woche keinen Vitamin C-Mangel ausbilden kannst. Ist völlig unmöglich. Selbst wenn du dich wirklich nur von Currywurst mit Pommes ernährst in deinem Zivilisationsdasein, und so sieht der Fabio nicht aus und auch die anderen alle nicht. Selbst ich sehe nicht so aus, weil selbst ich esse nicht nur Currywurst und Pommes, ja. Aber das ist völlig unmöglich. Daher Vitamine brauchst du, wenn es dich glücklich macht, ja, und du damit was zu tun hast, dann natürlich super, ja, absolut. Aber brauchen tut man das nicht. Um seinen Vitamin- oder Mineralhaushalt muss man sich in einer Woche überhaupt nicht kümmern, selbst nicht bei Fasten. Kiefernholz hat natürlich gute technische Eigenschaften, wenn es um irgendwelche Bauprojekte geht. Das haben ja auch offensichtlich schon einige rausgefunden und damit schon einige mit einigen Kiefernstangen Verschiedenes gebaut, insbesondere im Lagerbaubereich. Dafür eignet sich es aber auch sehr gut. Es ist ein bisschen schwerer als zum Beispiel Fichtenholz, hat nicht ganz so gute technische Eigenschaften. Für sämtliche Bauwerke draußen in der Natur ist Kiefernholz aber ganz wunderbar geeignet. Und das ist es im Grunde. Ja, wenn man noch große Rindenstücke von einzelnen Kiefern, die erst seit kurzem abgestorben sind, abschaben würde, wenn sie sich schon lösen lassen, oder halt eben wirklich mit ganz viel Aufwand mit dem Messer ganz vorsichtig um den Stamm rum löst. Dann hätte der Chris auch endlich mal eine vernünftige Dachdeckoption für sein Lager. Was heißt endlich mal? Also auch das meine ich nicht böse. Ne? Ich kann sowas auch nicht wasserdicht. Jedenfalls nicht in Schweden und nicht in kurzer Zeit ein wasserdichtes Dach bauen. Drum hätte ich auch ein Tarp mitgenommen. Aber
ja tatsächlich das Beste, was er da in der Umgebung zum Decken seines Dachs finden wird, wird wahrscheinlich Kiefernrinde sein, nicht Birkenrinde, die ist einfach in diesen Dimensionen als Dachziegel extrem mühsam zu gewinnen. Es sei denn, er hat da einen Baum, wo man da wirklich massiv solche Dinger rausschneiden kann, dann wäre das auch nochmal eine Möglichkeit. Aber ich würde eher auf die Kiefernrinde gehen und gerade die eben von jungen, erst seit kurzem abgestorbenen Bäumen, sofern er sowas auf seiner Insel hat. Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber rein technisch gesehen gibt es das halt im Ökosystem. Man müsste es halt in der näheren Umgebung auch nochmal finden. Ja, das ist es im Grunde zur Kiefer. Ganz jungen Nadeln sind theoretisch auch essbar, liefern einen ganzen Hauch von Mineralien und vielleicht noch eine Spur von Vitaminen, sonst nicht viel, außer auch ein gewisses Maß an Wasser. Ja? Aber lecker sind die nicht und auch schon im jungen Zustand schwierig zu zerkauen. Ich würde es sein lassen, weil zumal Wasser ja kein Mangel ist, das wäre also wirklich was für eine Situation, in der man drastischen Wassermangel hat, was dann in kiefernreichen Gebieten, ja, in manchen kiefernreichen Gebieten vielleicht sogar mal passieren könnte, aber jedenfalls bestimmt nicht in den allermeisten Regionen von Schweden. Da findet man immer irgendwelches Oberflächenwasser, meiner Erfahrung nach. Weitere schöne Pflanzen. Ebenfalls der Fabio hat tatsächlich eine Weide gefunden. War ich überrascht, dass er da Glück hatte. Die kommen da nicht so häufig vor. Wenn, dann sind sie in Ufernähe anzutreffen. War wahrscheinlich eine Saalweide. Das konnte ich aber anhand der Bilder nicht hundertprozentig identifizieren. Und vielleicht hat er da noch eine Erle gefunden, die aber auch eine verkappte Saalweide sein könnte. Lässt sich so anhand von eben dem Gropo-Material ja, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber die Weide war auf jeden Fall dabei. Die eignet sich, das hat er ja auch gemacht, wunderbar, um zum Beispiel an seiner Fischreuse zu arbeiten, die er sich gebaut hat. Weidenholz sehr, sehr elastisch, gerade die dünnen Zweige. Man kennt sie ja auch vom Korbflechten. Das ist das klassische. Weidenzweige sind die klassischen Zweige, mit denen man Körbe flechtet oder eben auch eine Fischreuse oder sonst irgendwie was. Also das hat er ganz hervorragend gefunden. Weiterhin ist Reibe sehr, sehr wichtig, dann in richtigen Survival-Situationen ohne Erste-Hilfe-Set, weil sie Acetylsalicylsäure enthält, also auf gut Deutsch Aspirin. Ja? Salicylsäure wegen dem schlauen Namen von Weide, die heißt nämlich Salix, im Fall von der Saalweide Salix caprea. Ja, aber die schmerzstillende Wirkung von Weide ist noch ein Thema. Weidenrinde, wenn man die vom frischen Stock abzieht, kann auch ein wunderbares Bandmaterial sein, mit der man auch wunderbar was knoten kann. Da hat er aber, um zum nächsten Baum zu kommen, auch noch eine Fichte gefunden. Die liefert theoretisch essbare Samen, wenn man sie dann fällen würde, aber lebende Bäume fällen ist, glaube ich, dann auch nicht ganz erlaubt bei dem, was die da so vorhaben, weil anders kommt man an die Zapfen nicht ran. Die fliegen oben vom Baum, fliegen sie aus den Zapfen raus und verteilen sich im Land. Man müsste den Baum also fällen, bevor die Zapfen losfliegen, wenn man die essen möchte. Wirklich satt wird man da aber auch nicht von. Das ist sehr mühsam, die aus dem Zapfen rauszupulen, um sie dann zu essen. Das auch gilt auch für die Kiefer. Auch aus einem jungen Kiefernzapfen könnte man noch essbare Samen rauspulen, wenn man sie dann eben entsprechend vorher fällt oder sie vom Sturm umgeworfen wird, ganz, ganz frisch und jetzt gerade erst seit ein paar Tagen bis Wochen da liegt. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Option. Was er aber gemacht hat, der Fabio, ist eben die Wurzel der Fichte nutzen, um sich daraus auch Bandmaterial zu improvisieren. Das ist auch ein Klassiker. Fichtenwurzel aus dem Boden ziehen geht deswegen einfach, weil die Fichte ein sogenannter Flachwurzler ist. Eigentlich ein Senkerwurzelsystem wäre fachlich korrekter, aber von mir aus kann man auch Flachwurzler sagen. Und das heißt, sie hat ihre Wurzeln eben in Bodennähe, hier Boden, hier Wurzel. Das heißt, man braucht nicht tief graben, man braucht da quasi gar kein Werkzeug, um an einzelne Fichtenfeinwurzeln ranzukommen. Und wenn man die dann hochzieht, dann wird schnell klar, dass man meistens ein relativ langes Stück rausreißt. Und für einfache Bindeaufgaben, wie eben auch wieder die Fischreuse vom Fabio, langt das dann normalerweise schon aus. Und dann kann man damit eben entsprechend sich ein bisschen was zusammenknoten. Hatte ich auch so ein ganz tief im Hinterkopf rumdümpeln, wenn mir tatsächlich völlig die Schnur ausgegangen wäre für meine Überlegung, was ich machen würde, wenn. Ne? Ich mache das ja nicht. Ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, wie lange würde ich da durchhalten? Wahrscheinlich 48 Stunden, da hätte ich keinen Bock mehr, weil ich Hunger habe. Ja, also ganz ehrlich, ich würde das nicht sieben Tage fasten. Das kann ich in einer Notsituation, wenn mir gar keine andere Wahl bleibt, muss ich das ja können. Und ich glaube auch, dass ich das psychisch zur Not hinkriegen würde, wenn mir keine andere Wahl bleibt. Insbesondere, wenn ich weiß, nach etwa 10 Tagen oder nach etwa einer Woche oder sowas kommt hier ein Rettungstrupp an und rettet mich oder irgendwie sowas und ich muss bloß bis dahin da hocken und nicht
nicht erfrieren und nicht verdursten. Und Essen ist kein Thema, insbesondere wenn man ein bisschen speckig dabei unterwegs ist, dann ist das wirklich kein Thema, für viele, viele Wochen nicht. Ne? Also nicht lebensbedrohlich. Natürlich ist es unangenehm und daran wird scheitern, ja, bei mir. Weil Essen tue ich zu gerne, das kriege ich nicht hin. Da reicht, da sehe ich auch nicht die Notwendigkeit, mir einfach eine Woche lang nichts zu essen reinzuziehen. Warum sollte ich das tun? Das, so funktioniert mein Hirn da in dieser Hinsicht. Ne? Gut, ja, Fichte eben. Also einmal die Sache mit den Samen, die theoretisch essbar sind, die Sache mit den Wurzeln. Dann eine Fichte hat logischerweise auch Harz. Man kann sie, das darf man natürlich wieder nicht, wenn man nicht eine Sondergenehmigung hat, natürlich auch extra verletzen. Also wirklich mit dem Messer einen Schnitt reinmachen, Tag später wiederkommen, dann hast du dein Harz. Das gleiche funktioniert auch mit der Kiefer. Mit beliebigem Werkzeug eine grobe Verletzung beifügen und am nächsten Tag dürfte das Harz dann laufen. Spätestens am nächsten Tag. Vielleicht auch schon nach ein paar Stunden, je nachdem, wie gut der Kiefer bzw. Fichte geht. Kiefern- und Fichtenharz haben nahezu identische Eigenschaften, also da gibt es jetzt für die Anwendung im Survival-Fall keinen großen Unterschied. Im Übrigen Harz. Harz haben wir noch kaum im Einsatz gesehen, daher vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnt. Das besteht aus Glycerin und Harzsäure im Wesentlichen. Sind noch ein paar andere Inhaltsstoffe drin, ist auch je nach Baumart und je nach Individuum sogar ein kleines bisschen unterschiedlich. Harz ist eine hoch unterschiedlich, je nachdem, wo man sie hernimmt, Substanz, aber sie hat immer gemeinsam, dass sie a, sehr viel klebt, b, eine gewisse antibakterielle, antivirale Wirkung hat und für ganz krasse Notsituationen, wo gar nichts Besseres zur Verfügung ist, ja, dann kann man sich das zur Not auch mal auf oder in eine Wunde schmieren, wenn einem wirklich nichts Besseres einfällt, um die mal notdürftig zu verschließen und das unter einer gewissen keimhemmenden Wirkung, aber mit ganz großer Vorsicht zu genießen, dieser Tipp, ja, also nur wenn es um Leben oder tot geht, beziehungsweise du ohnehin schon am Sterben bist und es nicht mehr drauf ankommt, dann sind solche Tipps anzuwenden, wenn man noch irgendwie zu einem regulären Arzt oder Rettungssanitäter oder sonstigem gehen kann, dann schön sein lassen. Ja, natürlich ist das Zeug auch brennbar, das weiß man ja, man kann auch drauf rumkauen, wenn man den Hunger irgendwie ein bisschen dämpfen möchte, soll es schon Leute gegeben haben, die regelmäßig auf Harz rumgekaut haben, um einfach dem Körper das Gefühl zu geben, man würde etwas essen, wie ein Kaugummi. Ja, der kann ja auch den Appetit hemmen, weil man das Gefühl hat, man würde was essen, obwohl man es nicht tut. Ja, Harz funktioniert im Grunde wie das Wachs einer Kerze. Das Harz selber brennt kaum bis gar nicht. Man braucht noch einen Docht oder halt ein anderes Material, das man mit Harz einschmiert, das dadurch dann besser brennt. Also im Fall vom Fackelbau beispielsweise, wenn man sich irgendwas baut, wo man obendrauf noch einen Klumpen Harz legt, dann zündet man unten drunter zum Beispiel Stock mit Birkenrinde drum gewickelt, ist im einfachsten Fall. Den zündet man an, der brennt eine Weile, so 1, 2, 3 Minuten. Dabei schmilzt aber oben der große Brocken Harz, läuft dann darunter und damit wird die Fackel quasi kontinuierlich mit Wachs, also Harz, getränkt und brennt dadurch erheblich länger. Da ist es mit sehr, sehr geringem Aufwand möglich, das habe ich schon gemacht, da gibt es sogar Bildmaterial dazu, keine Ahnung wo, aber irgendwo gibt es das, dass man relativ schnell eine einfache, mit wirklich wenig Aufwand, auch ohne Werkzeug zur Not, eine einfache Fackel, die so circa 5 Minuten brennt, hinkriegt. Das muss auch kein dicker Stock sein, da reicht ein dünner. Hauptsache man hat einen großen Klumpen Harz. Hat es bisher noch keiner gefunden, eben wie gesagt. Das muss nicht heißen, dass die doof sind. Das kann auch sein, dass es da tatsächlich gerade kein Harz gibt. Und man kann ja nicht absichtlich den Baum verletzen. Das darf man dann ja wieder nicht. Shit, es wird langsam echt duster. Ja, nichtsdestotrotz, dann nur zur Not halt im Dunkeln. Was haben wir denn noch schon für lustige Pflanzen? Ah, Vaccinium myrtillus. Das ist die Blaubeere bzw. Heidelbeere. Die hat leider die unangenehme Eigenschaft, das haben sie auch mal eingeblendet zwischendurch, dass 100 Gramm von denen gerade mal sowas um die, je nachdem wen du fragst, sowas zwischen 40 und 20 irgendwo in dem Bereich Kalorien haben. Also echt nicht viel. Das heißt, du musst ein Kilo fressen, damit du nennenswert Kalorien aufnimmst. Übrigens, für die meisten von uns ist eine tägliche Kalorienzufuhr von irgendwas zwischen 250 und 500 ausreichend, dass das Gehirn weiterhin vernünftig arbeitet. Bei solchen Fastengeschichten, wenn man nicht irgendwie dann doch noch Brühe und Elektrolyte oder sonst wie oder schon häufiger gefastet hat und der Körper ist es gewöhnt, kommt es vor, dass das Hirn langsamer arbeitet. Das beschreibt schon der eine oder andere von den Siebenen da, dass das da bereits einsetzt. Ist auch kein Wunder, nach 24 Stunden fast ohne Nahrung sollte das auch ziemlich genau dann irgendwann losgehen. Ist unterschiedlich
unterschiedlich, bei manchen Leuten früher, bei manchen Leuten später, aber das ist so das häufigste Symptom von erster Fasterei und Mangelernährung, weil das Hirn ist halt eben sehr energiebedürftig, braucht vor allen Dingen viel Zucker, und damit das Hirn eben nicht aussetzt und man nicht matschig in der Birne wird, da sind eben diese 250 bis 500 Kalorien pro Tag eben die Menge, Mindestmenge für funktionierendes Hirn sozusagen. Und das kann man schon durch Blaubeeren fressen, sich zuführen. Alternativ, wenn man tatsächlich gar nichts isst, dann steigt der Körper aber auch früher auf den Notstoffwechsel, also von der eigenen Substanzleben um. Und dann kommt man auch relativ schnell in einen Zustand, wo das Hirn trotzdem funktioniert, obwohl man nichts isst. Es ist also die Übergangsphase von Vollernährung zu quasi keine Ernährung, die da Probleme macht im Körper vor allen Dingen. Ja? Aber das ist, was das angeht, muss ich gestehen, ehrlich gesagt, bei mir auch nur Bücherwissen. Das längste, was ich mal nichts gegessen habe, war vielleicht mal 36 Stunden. Da war bei mir noch nicht schlimm. Also ich hatte Hunger, ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Gehirn nicht mehr funktioniert oder dass ich jetzt überhaupt keine Kraft mehr habe. Von daher, darüber hinaus kann ich keine persönliche Erfahrung mit teilen. Ja, da wird sich Survival Martin besser auskennen, der hat das ja schon mal ausprobiert, zum Beispiel. Jo, das ist also die Heidelbeere. Ist die noch zu irgendwas gut? Nö. Die ist natürlich ökologisch noch ganz interessant. Sie ist zum Beispiel ein Säurezeiger, zeigt an, dass der Boden, auf dem sie steht, sauer ist. Man kann an der Höhe der Heidelbeere ungefähr die Güte des Standorts ablesen. Also ob man da jetzt schnelles Baumwachstum, langsames Baumwachstum oder generelles Pflanzenwachstum schnell oder langsam erwarten dürfte. Wäre interessant, wenn du da ganz, ganz lange bleiben willst und 200 versus Wild macht 200 Gegenstände, 200 Tage, 200 Leute, dann wäre zum Beispiel sogar ein bisschen Ackerbau ja irgendwann ein Thema. Und dann könnte es interessant sein, wie hoch die Heidelbeere da ist, wo man sich befindet, weil vielleicht will man da einen kleinen Acker anlegen, wo sie besonders hoch ist. Da sind die Bedingungen tendenziell am besten. Ja? Für ganz langfristige Projekte, falls da irgendwie sowas geplant sein sollte. Ich glaube es ja nicht. Gut, dann hätten wir noch die Preiselbeere, Vaccinium Vitis Idea. Die hatte vor allen Dingen der Dave auf seiner Halbinsel ausschließlich, also Blaubeeren hat er wohl keine gefunden, glaub ihm durchaus, dass da mal keine gewesen sind. Das kann schon mal sein, dass einzelne Gebiete nur Preiselbeere enthalten. Die sind derzeit noch nicht reif. So wie die aussehen und so wie sie geschmacklich beschrieben werden von den Teilnehmern, sind sie einfach noch nicht reif. Wenn sie reif sind, haben sie aber auch nicht viel mehr Kalorien als die anderen Vaccinium-Arten, also auch sowas maximal 50, wenn man viel Glück hat, pro 100 Gramm. Irgendwie sowas um den Dreh. Warum haben die denn so wenig Kalorien? Sind doch Beeren, die müssen doch irgendwie Kalorien haben. Ja, das ist halt einfach eine effiziente Pflanze. Die schafft es etwas, das lecker schmeckt und von Tieren gefressen wird und dann dadurch verbreitet wird, dass die Tiere den Samen ja dann auch irgendwo wieder fallen lassen. Das funktioniert auch mit den Säugetieren. Die 7, die da aufgebrochen sind, sind ja auch Säugetiere. Auch die tragen zur Verbreitung der Blaubeere bei. Je nachdem, wo sie dann den Samen wieder fallen lassen. Wahrscheinlich in irgendwelchen Spalten zwischen den Felsen vermutlich. Ja, lassen wir das. Übrigens, Rentierflechte gibt es da überall. Das ist meiner Erfahrung nach ein richtig gutes Klopapier. Survival Martin meint, das sei nicht so gut. Ich persönlich hatte da eigentlich nie Probleme mit, aber das geht natürlich von den individuellen Empfindlichkeiten ab. Leicht anfeuchten, notfalls zum See gehen, da einmal kurz reintunken und dann ist das eigentlich ein ganz guter Klopapierersatz, meiner Meinung nach. Gut, die Preiselbeere hat auch noch eben diverse theoretisch bei Menstruationsbeschwerden interessante Wirkungen. Ist jetzt bei, da dann so männliche Teilnehmer sind, nicht so wichtig. Ja? Aber zum Beispiel von den möglichen Heilwirkungen. Sonst auch wieder relativ nutzlos. Gut, dann, Rentierflechte hatten wir schon erwähnt. Die eignet sich eben als Klopapier, ist aber auch theoretisch essbar. Sie lagert ein bisschen Zucker ein, wenn man sie auskocht. Sie wird auch gerne mal isländisch Moos genannt. Das ist allerdings dann wiederum tatsächlich die isländische Rentierflechte, die sie da in Notzeiten auch schon gegessen haben. Die kann man auskochen, kann dann hinterher die Brühe die Brühe trinken. Sollte man eigentlich fast, weil da steckt dann schon ein Großteil vom Zucker drin. Das Ganze hat ein bisschen Kalorien. Ist was, wenn du gar nichts anderes hast und wenn du wirklich auch langfristig am Hungern bist, um irgendwelche langen Winter im Norden zu überleben, wurde das schon genutzt. Ja? Aber sie schmeckt beschissen, sehr, sehr bitter. Ich habe das mal tatsächlich ausprobiert, weil ich das doch mal wissen wollte, aber mal ein kleines Stück drauf umgekaut. Echt nicht lecker. Und das Ausgekochte dürfte auch nicht viel lecker sein. Aber ja, das ist eine Option, um ein bisschen
bisschen an Kalorien ranzukommen. Davon lebt ja auch das Rentier, darum heißt die auch Rentierflechte. Die kratzen den Schnee weg oder suchen Stellen, wo der Schnee vom Wind weggeweht worden ist und ernähren sich im Winter quasi fast nur ausschließlich von der Rentierflechte als Hauptnahrung, um durch den Winter zu kommen. Allerdings bei reduziertem Stoffwechsel muss man auch dazu sagen, dass sie dann gar nicht so viel Nahrung brauchen. Das können wir als Mensch nicht. Wir haben 365 Tage im Jahr denselben Stoffwechsel. Den können wir auch nicht wirklich nennenswert runterfahren. Und sowas wie Winterschlaf oder reduzierten Metabolismus im Winter gibt es halt bei uns nicht. Ne? Wir sind ja im Grunde auch ein Sahelzone-Tier. Wir stammen ja alle aus Afrika genetisch und sind daher an den Winter nicht wirklich physiologisch angepasst. Am ehesten noch die Inuit, die da schon ganz lange leben, aber selbst die sind im Grunde immer noch ein nackter Affe. Ein behaarter Affe zu sein, wäre da oben zum Beispiel schon wieder praktischer. Also ein sehr behaarter, mal abgesehen von Bärten. Und Bärten, Bart haben die ja nicht mal, die Inuit. Die haben ja so gut wie keine Gesichtsbehaarung. Eigentlich irgendwie seltsam, ne? So, was denn noch an Pflanzen? Weiteres Interessantes habe ich fast schon nicht mehr gesehen, was da sonst noch so wuchs. Es gab noch Farn. Der Fritz hat noch ein paar Torfmoose gefunden. Torfmoose sind spannend, wenn man auch wieder kein Wasser hat. Die kannst du ausquetschen, da ist jede Menge Wasser drin, das dann da raustrieft. Aber Wasser ist in Schweden ja eben kein Thema. Ansonsten sind die auch einem ausgequetschten Zustand können sie vielleicht noch als Schlafplatzunterlage verwendet werden. Im Thema Schlafplatzunterlage, ich hätte vor allen Dingen Kiefernzweige genommen als Basis und darauf dann am Feuer getrocknete, weil als sie ankamen, war ja gleich nass, da hat es ja dann viel geregnet. Ich hätte mir erstmal Kiefernzweige hingelegt, gehofft, dass die dann eben nicht gleich meine Ausrüstung ganz durchweichen, wenn ich dann einen Schlafsack drauflege, der ja auch erstmal im Beutel ist und da auch gut aufgehoben ist, den würde ich aus dem Beutel erstmal gar nicht rausnehmen, sofern er nicht beim Rüberschwimmen auf die Insel nass geworden ist und dann eben vor allen Dingen mit Kiefernnadeln, Kiefernzweigen, jungen Kiefernzweige, ganz, ganz viele, ein hohes Bett, das hat der Fritz recht gut gemacht. Also ich würde das ungefähr so machen wie der Fritz, was heißt recht gut? Sehr gut, ja? Will ich überhaupt nicht sagen, dass ich das besser könnte, gar nicht. Und vor allen Dingen aber Kiefernäste nehmen und danach dann eben noch Rentierflechte oben drauf und die notfalls am Feuer trocknen, bis die richtig schön trocken ist. Dann ist sie zwar etwas pieksig, aber halt auch doch eine gewisse isolierende, aufbauschende Wirkung. Und da ich ja dann auch eine Hängematte hätte, wie der Bommel, hätte ich ja einen gewissen mechanischen Schutz vor den kratzigen Bestandteilen meiner Schlafmatte sozusagen. Und könnte mir schon vorstellen, dass ich damit dann recht gut schlafe. Ja. Ich werde die Hängematte aber nicht so halb aufhängen, wie der Bommel das gemacht hat. Das ist für ihn sicherlich super. Das ist auch eine tolle Idee, gar keine Frage. Aber da ich Hängematten nicht so mag zum drin schlafen, zum drin relaxen, ja, zum drin schlafen, das mag ich irgendwie nicht, hätte ich das wahrscheinlich dann so gemacht, dass ich die dann vollständig auf den Boden lege und einfach als zusätzliche Plane sozusagen auf meiner Isolationsunterlage nutze. So. Und das pflanzentechnisch war da noch was Wichtiges dabei. Ich habe sonst nichts Großartiges gesehen. Viele Leute hatten mir bei meinem ersten Video zum Thema Seven vs. Wild in die Kommentare geschrieben, ja, was ist denn mit Brennnesseln und ich würde irgendwelche Wurzeln ausgraben und etc. pp. Ja, das gibt's da nicht. Das ist Schweden, das gibt's da wirklich alles nicht. Also wenn da ein Fabio durch die Gegend rennt und feststellt, hier gibt's ja nichts, dann hat er vollkommen recht, da gibt's auch nichts. Ja? Also selbst mit allem Botanikerwissen, das ich aufbringen kann, da gibt's dann immer noch nichts. Du kannst die Bärchen fressen, das hatte ich auch in meinem ersten Video zum Thema schon gesagt. Außer den Bärchen wirst du da keine pflanzliche Nahrung finden. Es gäbe theoretisch noch ein paar mehr Beeren als Preiselbeere und Heidelbeere. Sie könnten noch eine Krähenbeere finden, die schmeckt aber scheiße und hat noch weniger Kalorien als die anderen genannten. Das macht also keinen Sinn. Im Bereich Moor, zum Beispiel diese feuchte Fläche da bei Survival Martin, wenn er gefühlt bei seinem Angelplatz weiter geradeaus geht, da würde er wahrscheinlich auch noch ein paar Rauschebeeren irgendwo finden können, wenn er Glück hat. Nicht, dass die zu irgendwas gut sind, außer wenn du ganz, ganz viele davon futterst, dann wirst du vielleicht lustig. Das könnte in so einer Situation tatsächlich auch ein gewisser Nutzen sein, aber meistens ist der Rauschzustand eher paranoid, Paranoia auslösend und ähnliches. Also dann in diesem Zustand eher erst recht nicht zu empfehlen. Ja? Also es ist kein lustiger Rausch in den meisten Fällen, aber ich habe wenig Erfahrung, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Drogen, genau genommen. Na, ich habe noch nicht mal geraucht jemals, von daher. Also Alkohol, da kann ich ein bisschen mitreden. Ja, aber das ist auch schon alles. Gut,
Moosbierchen könnte man noch finden. Ist einer der deutschen Namen, hat diverse deutsche Namen. Die sind theoretisch essbar, liefern aber noch weniger Kalorien als alles andere bisher genannte. Und das ist es dann jetzt aber auch wirklich gewesen. Wurzeln von irgendwas ausbuddeln, was da essbar wäre, gibt es da tatsächlich nicht. Ja, ich wüsste wirklich nicht was. Außer vielleicht könnte der Survival Muddy mit seinem Teich, da hat er ja so einen Teich, vielleicht findet er da irgendwelche Schilfderivate, Schilfartiges, ganz junge, schilfige Wasserpflanzen. Man könnte auf so einem Teich theoretisch oder auf einer anderen offenen Wasserfläche, die nicht der große See ist, Entengrütze finden. Das ist dieser grüne Belag vom See, der ganz hübsch ausschaut. Die ist 100% sofort essbar. Rüdiger Nehberg hat das immer so gemacht, dass er direkt durchgeschwommen ist und dabei so gemacht hat. Das sieht jetzt keiner, ist dunkel. Aber man kann sich es ungefähr vorstellen. Ja, man kann die natürlich auch rausfischen und dann essen. Wenn sie ein bisschen knackig schmeckt, dann liegt das daran, dass da kleine Schnecken dran hängen. Die isst man dabei dann halt einfach mit. Die tun einem aber nichts. Ist höchstens ein bisschen eklig. Ja, ich habe Entengrütze mal probiert, schmeckt nach nichts. Habe dann auch mal auf sowas Knackiges draufgebissen und habe danach beschlossen, okay, bei dem Besuch lasse ich es bewenden. Ne? Also nicht so. Aber das gibt es auch. Bisher hat das kein Teilnehmer gehabt. Es wäre nur theoretisch in dieser Klimazone zu dieser Jahreszeit möglich, sowas zu finden, wenn man eben entsprechend Glück hat. Ja, das sind eigentlich im Grunde die natürlichen Ressourcen, die da zur Verfügung stehen. Mit Fisch habe ich keine Ahnung und von Pilzen halte ich auch schön die Klappe, weil bevor ich da was Falsches erzähle, und mit Pilzen kenne ich mich nämlich nicht ausreichend genug aus, um mit Sicherheit das Richtige zu erzählen, bei den normalen Pflanzen schon. Drum dazu halte ich wirklich die Klappe. So, und jetzt ist es schön duster, jetzt können wir zu ein ganz kleines bisschen Kritik kommen. Nämlich das eine, was mir so ein klein wenig sauer aufstößt, ich meine, ich leide nicht drunter, ich bin ja nicht da, wo ich auch gar nicht so böse drum bin, ne? So ist das nicht, ich dachte mal irgendwann in der Vorbereitung des Ganzen gehört zu haben, dass die einzelnen Plätze gleichwertig sein sollen. Also, dass da jeder mit ungefähr den gleichen Möglichkeiten abgesetzt wird. Und das ist nun tatsächlich gar nicht der Fall. Die wurden wohl, habe ich irgendwo aufgeschnappt, random zugeteilt, also dass irgendwie gewürfelt wurde, wer welchen Platz kriegt. Aber die Plätze sind überhaupt nicht gleichwertig. Zum Beispiel besonders schlecht ist die Halbinsel vom Dave gewesen. Der hatte nicht mal Blaubeeren. Der konnte von seiner Halbinsel, weil ein Moor davor ist, auch nicht trockenen Fußes runter. Und ob er überhaupt runter gedurft hätte, ich weiß nicht, wie weit da die Regeln jetzt gehen, wie weit man sich da entfernen darf. Links und rechts wohl 500 Meter, so viel habe ich kapiert. Wie weit man ins Landesinnere laufen kann, weiß ich nicht. Jemand hatte mir mal in die Kommentare geschrieben, dass das wohl unbegrenzt sei. Und in dem Fall ist dann der Dave mit seiner Landzunge schon mal ziemlich gearscht, weil diese potenzielle Möglichkeit, unbegrenzt ins Landesinnere zu laufen, was der Fabio zum Beispiel auch schon getan hat, der ist relativ weit vom See bereits weg, wo er auch die Bärenspur gefunden hat. Ach ja, zum Bär muss ich nachher noch was sagen. Der kann das machen. Ja, der Dave hätte das an seinem Platz nur unter wirklich jedes Mal nassen Füßen und großem Verletzungsrisiko da durchzustapfen machen können, bis hin zu eben überhaupt nicht. Gleiches Problem hat der Chris auf seiner Insel. Der hockt halt auf der Insel. Da kommt der nicht runter. Der hat also per se definitiv sehr wenig Platz, verglichen mit den anderen, die beliebig weit ins Landesinnere laufen können. Und das finde ich schon, da kann man sagen, okay, es ist halt zufällig zugewürfelt worden. In einer echten Survival-Situation landest du ja auch zufällig irgendwo und kannst dir das nicht aussuchen und musst halt mit dem leben, was du kriegst. Aber da das ja fair für alle Teilnehmer gleich sein sollte, überrascht mich das ein bisschen. Ja, also das finde ich ein bisschen, ich weiß, das will ich niemandem persönlich irgendwie vorwerfen, aber das ist vielleicht insgesamt am ehesten aus meiner Sicht eine Schwäche in der Organisation, dass man sich diese Plätze nicht noch genauer angeguckt hatte. Und noch gravierend, beziehungsweise ähnlich gravierend wie die Thematik mit dem, der eine hat mehr Platz, der andere hat weniger Platz, was ja auch mehr oder weniger Blaubeeren bedeutet. Ja? Zum Beispiel der Chris hat ja auch nur auf der einen Hälfte seiner Insel Blaubeeren, wo er ganz begeistert war, als er die dann gefunden hatte. Wenn er die alle aufgefressen hat, dann hat er keine Blaubeeren mehr. Während jetzt wahrscheinlich ein Fabio, ein Fritz und ein Survival Muddin beliebig viele Blaubeeren sammeln können, weil die beliebig weit ins Hinterland gehen können, so sieht es zumindest aus, und sich beliebig viele Blaubeeren von da noch holen können, weil die gibt es wirklich überall. Drum
Ja, und dann auch das Thema Höhle. Höhle hatte, glaube ich, der Niklas kurz mal entdeckt, bevor er seinen Baum fällen wollte. Dann hat der Fritz eine Höhle und der Fabio hat, was ihm ja sehr zugute kommt, eine Höhle. Die sei ihm auch wirklich sehr, sehr gegönnt. Da will ich ja gar nicht protestieren. Und ich gönne ihm seine Höhle. Aber zum Beispiel hat halt eben der Chris keine Höhle und der hätte sie auch sehr gut gebrauchen können, weil der ja auch kein Tarp dabei hat. Ja, und der Dave nochmal, der hatte auch keine Höhle. Also ich will im Prinzip darauf hinaus, vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch verstanden, aber die Plätze sind überhaupt nicht gleichwertig. Das ist schlicht und ergreifend wirklich nicht so. Zumal insbesondere diejenigen, die die Plätze ausgewählt haben, hätten zumindest da mal so viel rumlaufen können, um eben festzustellen, gibt es da natürliche Unterschlüpfe, sprich Höhle, ne, in großen Anführungszeichen. Oh, meine Hände sieht man sogar. oder gibt es das da nicht, zumindest in der Hinsicht. Entweder alle eine Höhle oder keiner eine Höhle. Das hätte ich jetzt fair gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Platz die da an dem See zur Verfügung haben. Oder dass es da einfach heißt, wir müssen die und die Plätze nehmen, weil wir aus rechtlichen Gründen die und die Plätze kriegen. Also da kann ganz viel im Hintergrund noch eine Rolle spielen, wovon ich einfach keine Ahnung habe. Aber es bleibt dabei, dass die Plätze nicht gleichwertig gut sind. Das ist so mein erster Kritikpunkt. Aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein und man mag mir widersprechen, dann bitte gerne. Und mein zweiter Kritikpunkt, das ist so eine kleine persönliche Empfindlichkeit und wirklich nur eine Kleinigkeit. Meiner Meinung nach ist der Nutzen einer Fackel der, dass man damit rumlaufen kann und eine mobile Lichtquelle hat. Anders als bei einem Feuer oder einem Schwedenfeuer, das halt stationär ist und damit die Grundfunktion, den Nutzen, weshalb man vor allen Dingen in einer Survival-Situation eine Fackel baut. Warum baut man denn eine Fackel? Weil man eine Höhle erforschen will? Nö, weil man nachts mal aufs Klo muss möglicherweise. Und weil das Risiko, nachts, wenn du gar nichts siehst, im völlig Dunkeln und normalerweise in der Survival-Situation möglicherweise kein Licht hast, die haben ja jeweils eine Stirnlampe dabei, damit sie nachts auch ein paar Aufnahmen machen dürfen. Können, was ja auch gut ist, ja, gar kein Thema, will ich mich gar nicht beschweren. Aber wenn die nicht eine Fackel oder mehrere Fackeln bereit liegen hätten neben dem Lager und wenn sie nachts auf Klo müssen, eine Fackel anzuzünden, um Licht zu haben, um sicheren Platz zum aufs Klo gehen zu finden und sicher zum Lager zurückzukommen, ohne Lichtquelle. Dafür muss das eine tragbare Lichtquelle sein, sofern du nicht im Umkreis vom Feuer vor dein Lager machen möchtest. Und das möchtest du vielleicht nicht, insbesondere wenn du weißt, dass du da eine Weile bleiben musst. Und drum, das ist die primäre Funktion einer Fackel. Wozu sonst soll die gut sein? Ja, wenn du einfach nur eine stationäre Brennquelle haben willst, dann kannst du auch ein Lagerfeuer nehmen. Beziehungsweise, was der Fritz da gebaut hat, ist halt ein Schwedenfeuer. Was ist die Funktion eines Schwedenfeuers? Warum heißt das Schwedenfeuer? Also, ein Schwedenfeuer wurde vermutlich zum ersten Mal, zumindest soweit wir es wissen, in der Weltgeschichte angewendet von den Schweden im Dreißigjährigen Krieg, die unter anderem auch in Deutschland unterwegs waren, Söldner, am Marodieren, am Brandschatzen, am Morden, wahrscheinlich auch am Vergewaltigen und hatten da also eine Menge Spaß. Und damit die nicht einen Haufen Brennholz mitschleppen mussten für ihr jeweiliges abendliches Lager, haben sie da vor Ort natürlich jeweils ein Feuerle gemacht. Und da ein großes Feuerle für alle zu machen, manchmal ziemlich umständlich sein kann, wenn halt gerade nicht viel Holz rumliegt, haben sie sich eben diese Schwedenfeuer der Legende nach dahingestellt. Die funktionieren nämlich auch, und das ist ihre primäre Funktion, ja, zwei primäre Funktionen. Ja, die funktionieren auch mit frischem Holz. Weil wenn du dann die Mitte zum Beispiel, wie es der Fritz auch wunderbar, das Schwedenfeuer vom Fritz ist hervorragend, ja gar keine Frage, aber es ist halt ein Schwedenfeuer, meiner Meinung nach. Und wenn du dann in der Mitte eben jede Menge Birkenrinde reinpackst oder noch ein bisschen Harz oder notfalls Grillanzünder, ne, in der Zivilisation, dann brennt das auch relativ schnell und selbst wenn es frisches Holz ist, brennt es halt irgendwann doch, weil Holz ist außen am feuchtesten, innen am trockensten. Da man das Feuer ja von innen anfängt, sind die inneren Schichten recht schnell dann durch, bis die Birken Rinde zum Beispiel verbrannt ist, schon so weit ausgetrocknet, dass sie auch langsam zu brennen anfangen und dann kann sich das Feuer von innen nach außen sozusagen fressen, langsam sich den nassen Schichten des Holzes nähern, die dann immer trockener werden und irgendwann brennt das ganze Ding. So ein Schwedenfeuer, je nach Größe, kann durchaus auch mal 4 Stunden brennen, wenn das so ein richtig großer Klotz ist. Und dass dem Fritz seins 1 Stunde gebrannt hat, überrascht mich eigentlich nicht besonders, das machen die halt nun mal so. Ja, aber, zweite große Funktion vom Schwedenfeuer, man kann darauf hervorragend kochen. Insbesondere wenn man noch ein paar Nägel dabei hat, die wurden dann auch gerne recycelt, dann schlägst du 4 Nägel in die jeweiligen 4
Säulen des Feuers, sage ich jetzt mal, rein, Viertelsäulen, das wäre korrekter. Und kannst auf diesen Nägel drauf dann deine Bratpfanne draufstellen, deinen Topf draufstellen und kannst da wunderbar kochen. Das hebt lange, das reicht auch, die Glut reicht, du musst da nicht dauernd was nachlegen, wie beim regulären Feuer. Ist also ein hervorragendes Kochfeuer. Auch das haben die Schweden damals bei ihren Raubzügen durchaus zu würdigen gewusst. Und ja, daher eben der Name Schwedenfeuer. Ja, wenn man ein bisschen rumsucht im Internet, kann man auch schwedische Fackel finden. Aber nur weil es diesen Trivialnamen auch noch gibt, ist das trotzdem der Funktion nach keine Fackel. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt, wie der Dudenfackel definiert. Und der meint, dass das eine brennbare Masse, die um einen Stab gewickelt ist, also vorne breit, unten dünn. Und dann im oberen Teil brennt, aber nur im oberen Teil. Der Griff, in Anführungszeichen, der brennt nicht. Und das ist auch bei einer Wandfackel zum Beispiel so, wenn man jetzt sagt, ja gut, ein Schwedenfeuer ist eine bessere Wandfackel, aber auch das, eine Wandfackel hat auch wieder einen Griff und kann von der Wand zur Not runtergenommen werden, wenn man das dann möchte. Ja? Oder man kann sie tragen und dann in die Halterung hängen, irgendwas tun, dann aus der Halterung rausnehmen und wieder weitergehen. Die Mobilität, die Tragbarkeit einer Fackel ist ihr einziger Existenzgrund. Ja? Wenn eine Fackel nur eine stationäre Fackel wäre, dann könntest du genauso gut eben das Lagerfeuer wieder weiterverwenden. Und auch gerade in der Survival-Situation ist eine mobile Fackel nützlich. Ja, weil du kannst nachts aufs Klo gehen, du kannst theoretisch auch irgendeinen Wolf damit hauen, einen Bär damit hauen. Ja, theoretisch, praktisch wird das kaum einen Nutzen haben, aber außer die Fackel ist sehr, sehr groß, dann könnte es durchaus nützlich sein. Aber das geht alles nicht mit einem Schwedenfeuer. Ja? Daher ist ein Schwedenfeuer meiner Meinung nach nun wirklich keine Fackel. Aber das ist Gemecker auf ganz, ganz hohem Niveau und ich bin mir sicher, dass der Fritz, wenn er einfach nur einen Stock eingespalten hätte, auf halbe Höhe und einfach einen Griff übrig gelassen hätte und daraus sich das quasi das gleiche wie sein Schwedenfeuer nur halt eben mit Griff gebaut hätte, dann hätte er die Challenge ja auch locker gewonnen. Also es geht nicht darum, dass ich dem Fritz seinen Sieg nicht gönne, der hat ja wirklich das am besten brennendste Objekt da gebaut mit Abstand. Aber ja, es ist halt aus meiner Sicht keine Fackel. So, jetzt sieht man mich erfolgreich gar nicht mehr. Ich hätte jetzt gern eine Fackel, habe ich aber nicht. Habe ich überhaupt irgendwas, das Feuer macht? Ich habe ein kleines Taschenlämpchen, aber das, na gut, nur mal spaßeshalber. Und das ist es jetzt aber auch im Wesentlichen, was ich anzumerken hätte. Ne? Also ich finde das alles durchaus unterhaltsam. Und bin gespannt, zum Angeln kann ich übrigens auch nichts sagen. Ich habe keine Ahnung von Angeln, überhaupt nicht. Ich bin beeindruckt, dass tatsächlich Fischfangen möglich ist mit dem rudimentären Angelzubehör, was die da dabei haben. Aber davon abgesehen habe ich überhaupt keine Ahnung von Angeln. Dann noch eher von Jagd, aber ja. So, ja. Also, das ist es dann gewesen, ist ja auch lang genug, aber ich wollte dann auch eben alles erzählen, was mir so aufgefallen ist, was ich noch zu sagen hatte. Ich bedanke mich, ich hoffe, ich bin niemandem auf die Füße getreten, aber nachdem halt eben meine Community mich darum gebeten hat, dass ich da noch ein bisschen was sage und ja, das habe ich jetzt hiermit getan. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, hier Hand, wink, wink, tschüss.